Hey. Mann, Jackie, wo warst du? Wir haben uns mega die Sorgen um dich gemacht. Wir haben dich angerufen, dein Handy ist aus. Was passiert? Schatz, was ist los, hm? Mann, sag mir nicht, dass du wieder bei Alina warst. Hm? Guck mal, du merkst doch selbst, dass dir das nicht gut tut. Oh, Mann. Was? Alina hat mich betrogen. Mit Larissa. Sie hat was? Ja. Wie, sie hat dich betrogen? Ja, sie hat mich betrogen, Kim. Und weißt du, ich hätte ihr das noch verziehen. Aber die tritt alles mit Füßen, was wir hatten. Warum tut sie mir sowas an? Warum mir? Warum hat sich nicht jemand anderen dafür gesucht? Was ist denn passiert? Ich verstehe das nicht. Hey, jetzt ich verstehe das einfach nicht. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Die hatte Langeweile und dann war ich so ein schöner Zeitvertreib, ein schöner niedlicher Zeitvertreib für sie. Und weil sie keinen Bock mehr auf mich hat und mich nicht mehr braucht, dann schmeißt sie mich einfach in die Mülltonne. Jackie, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, dass ihr euch beide aufrichtig geliebt habt und dass das auch alles echt zwischen euch war und sie dich nicht verarschen wollte oder so. Aber guck mal, du hast doch selbst gemerkt, ihr habt euch einfach gar nicht mehr gut getan. Hm? Ich meine, du hättest vielleicht einfach ihr Nein akzeptieren sollen und nicht auf das Hausdach gehen sollen. Ich meine, Jackie, du wolltest dich umbringen wegen ihr. Das ist emotionale Erpressung gewesen. Du wolltest was? Du wolltest dich umbringen, weil Alina dich nicht heiraten wollte, oder was? Ey, was stimmt mit dir nicht? Ich meine, Nick hat geglaubt, dass er für den Tod seines Bruders verantwortlich ist. Das ist ein schweres Schicksal. Und trotzdem bringt er sich ja nicht gleich um. Ja, das passt hier. Angel, du hast doch gar keine Ahnung, Mann. Alina war die Liebe meines Lebens und ich werde nie wieder jemanden finden, den ich so sehr liebe. Jackie, ich war auch lange mit Pascal zusammen, aber deswegen habe ich mich noch lange nicht umgebracht oder wollte mich umbringen oder keine Ahnung, habe es versucht oder so. Hey, du tust gerade so, als wärst du der bemitleidenswerteste Mensch auf der Welt. Dabei gibt es viel schlimmere Sachen, oder nicht? Ist das dein Ernst, Angel? Ja, ist es. Was denn mit euch? Was seid ihr denn so still, wenn die hier so eine Scheiße sagt? Jackie, wir machen uns einfach Sorgen um dich, okay? Wir haben selbst gemerkt, wie du dich verändert hast. Du bist gar nicht mehr die Jackie, die wir eigentlich kennen. Du bist einfach blind vor Liebe. Ja, du hast total, was Alina angeht, eine Macke entwickelt. Ja, du bist voll krank vor Liebe. Ja, also, du musst dir helfen lassen, Mann. Such dir Hilfe. Ich muss mir helfen lassen. Du kannst dir auch von uns helfen lassen. Was? Ich guck dich mal an. Was redet ihr denn da gerade? Ihr tut so, als ob ich verrückt wäre oder sowas. Guck dich was ist denn los mit euch? Jemand hat mich verarscht und mich ausgenutzt. Und ihr tut so, als wäre ich irgendeine Kranke, weil ihr seid verrückt, weil ihr nicht wisst, was wahre Liebe ist. Ich meine, ich habe diese Frau geliebt und sie hat mich... Nee. Denkt ihr alles über, denkt ihr so beide über mich auch? Das hat doch nichts über... Ihr denkt so... Check. Ihr seid meine besten Freunde, ja? Ihr seid meine besten Freunde, ich wiederhol's. Angel, Alter, wenn du... Bevor ich mich vergesse, Alter, halt einfach deine Fresse und geh in dein Zimmer oder sonst irgendwas. Und ihr, wisst ihr was? Wenn ihr so über mich denkt, dann seid ihr nie meine Freunde gewesen. Jackie, denn wart ihr nie meine Freunde? Und ihr seid für mich gestorben. Ich will von euch nichts mehr wissen. Nicht, geht ihr euch Hilfe suchen, wirklich? Also Leute, wir waren jetzt ein bisschen zu hart, Mann. Wir müssen hinterher, Mann. Nein, ey, lass sie. Sie wird sich schon beruhigen und runterkommen. Die ist labil, Alter. Ein bisschen. Nicht, dass jetzt irgendwie noch was... Ach, Quatsch. Hi. Sag mal, ist Alina da? Nee, die ist nicht da.
Meine Kleine ist gerade rein. Dann hat ihr gefragt. Ja. Tschüss, was machst du da? Jackie, ich pack meine Sachen, Mann. Das wolltest du doch. Ich wollte das nicht. Ich wollte dich nicht verletzen und ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Ich. Mann, du musst doch einsehen, dass unsere Beziehung gar keine Zukunft mehr hatte. Mann, ich meine, guck uns doch an. Jackie. Nee, nicht! Alter, bist du bescheuert? Lass mich in Ruhe! Nein! Hör auf, geh von mir! Was soll das denn? Geh von mir weg! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Geh runter! Ich fühle mich einfach, wenn er am Boden ist und du hast mich gleich Es reicht mal, warum schlagt ihr euch auf die Fresse? Ich hab genauso weh getan wie du mir. Du hast viel mehr verdient als das. Lass mich los! Ich lass dich erst nicht, wenn du dich beruhigt hast. Nein, ich lass dich erst nicht. Lass mich los! Jack, komm jetzt her. Hör auf damit. Hör auf mit diesem Scheiß. Beruhigt. Ich hab mich total beruhigt. Du hast dich noch nicht beruhigt. Lass mich los. Atme dreimal tief durch, komm. Lass mich los, Joe. Wir können miteinander reden. Ich bin jetzt hier dabei. Red los, miteinander, ja? Ich red mit dir. Komm, lass mich los. Los. Jetzt? Lass mich endlich los. Gut, gut. Du! Oh, ey, hallo! Du verdammtes Miststück, Alter! Nee, nee, es reicht. Es reicht, komm. Komm, du fliegst jetzt hier raus. Nein! Komm, es ist gut! Du! Hey. Du hast mich kaputt gemacht, hey. Du Stück Scheiße! Du hast mein Leben kaputt gemacht! Wo ist der Wohnungsschlüssel? Wo ist der Wohnungsschlüssel? Meine Jacke! Alina! Leon, gib mir mal die Jacke, bitte. Gib mir mal die Jacke, bitte. Ein bisschen verpiss dich einfach. Merkst du es nicht? Die andere auch, dass die Schlüssel drin. Gib mir mal die Jacke noch. So ein Mischchen. Rennst du jetzt? Hör auf. Nein, es ist gut. Es reicht. Jackie, beruhig dich. Es reicht. Es reicht. Verpiss dich! Was denn? Fahr zur Hölle! Fahr zur verdammten Hölle, Mädchen! Es ist gut. Du hast nichts anderes verdient. Du wirst nicht in den Himmel kommen. Guck mal nach, Alina. Die hat Blut. Die haben Blut. Los, es ist gut jetzt. Alter, was für ein Teufel. Verschwinde jetzt, Jackie. Verschwinde, es bringt nichts. Du blutest ja. Mann, leg dich mal hier auf das Sofa. Leg dich mal auf den Bein, was ist der Schmutz? Kerl, ey. Mann! Kopf. Hier, nimm mal. Oh, mir ist schlecht. Alter, ich hol dir Wasser. Komm, hier, nimm mal das Papier. Komm, nimm mal das Papier. Ich hol dir Wasser. Komm. Ganz in Ruhe, atme durch. Ich hol dir auch Eis. Das sifft ja mal sauer. Halt das mal lieber auf die Nase hier. Ruhig, ruhig. Fest zudrücken, dass nicht weiter blutet. Okay. And I hope it hurts like hell. I really hope it hurts as ich bin dafür immer verloren und meine Freunde auch. Was soll meine Mutter mich auch nicht mehr reinlässt? Ich weiß aber nicht mehr weiter. Oh mein Gott, Jackie, was ist denn passiert? Ich brauche deine Hilfe. Mama. Oh mein Gott, das ganze Blut. Wir gehen erstmal rein und ich mache uns mal einen Tee. Komm erstmal rein. Oh Gott, Schatz, komm. Geht es?
nicht, was denn so passiert. Ich finde meinen Schlüssel nicht auf Ort, Schatz, ja. Mir wird jetzt erst richtig bewusst, wie sehr ich meine Mutter vermisst habe. Es fühlt sich so an, als ob sie wirklich die einzige Person auf der Welt ist, die ich nur habe. Ich verstehe das einfach nicht. Ich wollte mich ganz normal bei ihr entschuldigen. Einfach, es hat mir so weh, die dort stehen zu sehen mit den Sachen, die sie gepackt hat. Ich wollte das alles nicht. Und sie geht einfach auf mich los. Das ist scheiße gelaufen, ja. Scheiße gelaufen? Ja, du weißt, wie ich das meine. Das ist ja auch keine Basis mehr, wenn jemand mit Selbstmord droht. Also ich bin froh, dass die jetzt raus ist, dass ihr die Beziehung beendet habt. Das klingt, soll jetzt nicht böse klingen, aber jetzt hat der ganze Spuk wenigstens ein Ende. Hey, Alina, Joe hat vollkommen recht, okay? Es war schon viel Stress, den ihn kurz verursacht hat, okay? Jetzt denk mal drüber nach, die Altersspanne zwischen euch ist auch nicht gerade. Trotzdem, es hätte einfach alles perfekt sein können, alles. Ich habe zum ersten Mal geschafft, eine Beziehung vernünftig zu führen. Ich war nicht eifersüchtig, ich habe keine Aktion gerissen, nichts. Wir hatten mega das Potenzial. Ich verstehe nicht, warum einmal alles im Bach runtergeht bei mir. Jetzt steigere dich nicht so ein. Sie ist jetzt weg. Sie ist weg. Pass auf, ich packe jetzt auch ihre Sachen. Schlüssel habe ich hier schon und den kann sich irgendwann die Klamotten abholen. Ey. Hey, das bitte nicht ein, ja? Kurz ist verrückt, nicht du. Okay? Ist nicht deine Schuld. Danke, dass du da bist.